Autsch! Was soll das denn? Junge, das tut weh. Das darfst du nicht machen. Dad, sag dich da. Hey! Lassen Sie meinen Sohn in Ruhe. Reden Sie nicht mit ihm. Reden Sie nicht mit ihm, okay? Sir, bitte erklären Sie Ihrem Sohn, dass er nicht mit einer Schleuder auf jemanden schießen darf. Was? So was hast du gemacht? Komm her, Junge. Hey, mein Junge. Du darfst nicht mit einer Schleuder auf jemanden schießen, okay? Gib deinem Dad ein High Five. Volltreffer. Hast du ein Problem, du? Ja, ja, verschwinde von hier. Das ist keine Savanne, wo du sonst rumläufst. Echt, Mann. Verdammt. Verdammt, er ist unser Nachbar. Ich konnte nicht zulassen, dass ein Schwarzer in Reichweite meines Sohnes wohnte. Aber meine Vorurteile führten fast zu einer Tragödie. Und, Alter? Ja? Kennst du schon unseren neuen Nachbarn? Ja. Ein Schwarzer lebt da. Aber das hat auch seine guten Seiten. Ja, wir pinkeln ihm einfach ans Haus. Mann, das wäre zu hart. Er ruft die Bullen. Keine Angst, sei kein Frosch. Komm schon, los geht's, machen wir's. Mann, meine Rippchen. Los geht's. Das mache ich jetzt jeden Tag, bis Django seinen Platz kennt. Er ist nicht allein. Das ist meine Rachel. Das ist nicht Rachel. Du hast gesagt, sie ist mit Jimmy bei ihren Eltern. Glaubst du, ich weiß nicht, wer meine Frau ist, hä? Hör mal gut zu. Hilfst du mir? Ja. Wirst du mir helfen? Ja, ja. Okay, du fährst. Lass mich durch. Das ist dein Privatparkplatz. Los, mach auf, Gorilla. Nein. Leck mich. Security, oh, warte. Wir haben hier ein Problem. Was ich danach sah, zerriss mich innerlich. Hey, wie küsst meine Frau, du Arschloch? Mann, was wollen Sie von uns? Entschuldigung. Bob, komm her, Mann. Mann, ich glaube, die beiden sind weg. Besser, wir fahren nach Hause, Mann, bevor wir noch irgendwas Dummes tun, ja? Ja, das ist Wahnsinn. Ja? Bruder. Hey, ich wusste es. Siehst du, hast du es gesehen? Komm schon, Mann. Der Wahnsinn, oder? Mein bester Freund hat mich ausgenockt. Ich habe das gar nicht glauben können. Was soll das? Hey. Du? Komm her, Django. Beruhig dich. Ganz ruhig. Ihre Frau hat sie nicht mit mir betrogen. Was? Ich bin Arzt. Und sie brauchte meine Hilfe. Ja, und ich sollte dich ablenken. Aber du wolltest lieber das Haus des Arztes anpinkeln. Wovon redest du? Von was ablenken? Hör zu, du hättest nie zugelassen, dass ein Schwarzer deinen Sohn operiert. Operieren? Was ist los mit Jimmy? Hey, was ist passiert? Hey! Dad! Jimmy, was ist los mit dir? Was ist? Hey. Hallo, Schatz. Was ist mit dir? Hey! Jetzt ist alles gut, keine Sorge.
Ja, ich habe mit der Schleuder geschossen und das Glas zerbrochen. Und es hat mich direkt ins Auge getroffen. Oh, Mist. Ja, Dr. Dempsey ist der beste Mikrochirurg im ganzen Land. Er hat Jimmys Augenlicht gerettet. Aber wir mussten alle so schnell wie möglich handeln, weil wir ja nicht wussten, wie du reagierst. Also, du weißt schon. Und jetzt ist alles in Ordnung? Okay. Hey, Mann, sie... Sie haben ein gutes Herz und... Wie kann ich mich bei Ihnen revanchieren? Das müssen Sie gar nicht. Oh. Ich habe nur meinen Job gemacht. Ja. Obwohl, Sie könnten mein Garagentor putzen. Ja, wir machen es sauber und dann ist es wieder wie neu. Wenn Sie wollen, können Sie auf meine Garage pinkeln. Oh, nein, 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 nein. Danke. Da wurde mir klar, hätte es meinen Rassismus nicht gegeben, wäre dieser Tag einfach ein schöner Tag gewesen. Mein Sohn hätte sein Auge nicht mit der Schleuder verletzt. Mein Freund und meine Frau hätten nicht heimlich einen schwarzen Arzt geholt, um Jimmys Auge zu retten. Und ich hätte nichts auf den Kopf gekriegt. Wie falsch habe ich gelebt?